Was sind eigentlich die absoluten Basics für deinen Vertrieb? Wie kannst du es schaffen, als Handwerksunternehmen, als Fachfirma, einen starken Vertrieb aufzubauen? Ich gebe dir jetzt mal so die 5 Punkte mit, wo wir sagen, okay, wenn du die einhältst, dann bist du schon mal weiter als über 90% der anderen Unternehmen. Und ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen erstmal zu diesem Video. Mein Name ist Alex und wir wollen uns jetzt, wie schon gesagt, die 5 Punkte anschauen, die bei einem Vertrieb gegeben sein sollten, damit du sicher sein kannst, okay, das Ganze funktioniert gut, selbst wenn du ein paar Leute einstellst. So, das Erste, was mal eine absolute Basis sein sollte, ist tatsächlich ein proaktives Vorgehen. Bedeutet, ich schreibe das mal kurz auf, proaktives Vorgehen. Das bedeutet, dass du immer davon ausgehst, dass du die Person bist, die auf den Kunden zugeht. Das ist ein generelles Mindset, was im Vertrieb einfach da sein muss. Und dieses Ding bedingt ganz, ganz viele andere Themen. Zum Beispiel bedingt das, dass du dem Kunden ganz genau mitgibst, wie er zu dir kommt, wie er sich auf den Termin vorbereitet, wie lange der Termin gehen wird, wie der Termin stattfinden wird, was er in den Termin bekommen wird, damit er genau weiß, was abgeht, damit du ihn komplett da reinholst. Das bedeutet aber auch, dass du die Leute aktiv anrufst, das bedeutet, dass du aktiv nachrufst, wenn irgendwas noch nicht geklärt sein sollte. Beispielsweise, er hat ein Angebot bekommen, meldet sich aber nicht wieder. Das heißt, du hast alles die ganze Zeit in der Hand. Du bestimmst, wann angerufen wird, du bestimmst, wen du wie anrufst und klar, wenn sich der Kunde von sich aus meldet, ist das umso besser, ne? Aber du wartest nicht drauf. Diese eine Sache hier, wenn du das hier einfach verinnerlichst, wenn du das hier einhältst, dann bist du schon mal wirklich besser als 80-90% der anderen ganzen Handwerker und ganzen Fachfirmen, weil die, wenn die ein Angebot rausgeschickt haben, rufen nicht nochmal an. Wenn der Kunde schreibt, nee, wir wollen das nicht machen, rufen die nicht nochmal an. Um nachzufragen, warum denn nicht? Weil oftmals kommt dann raus, das ist irgendeine Kleinigkeit, die man lösen kann und zack, hat man einen Auftrag. Ganz, ganz oft, also wirklich ganz, ganz oft, wirst du feststellen, läuft das so. So, das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, überhaupt mal eine Messbarkeit zu schaffen. Was bedeutet das? Ich möchte wissen, wenn ich Leute im Vertrieb habe, selbst wenn ich selber einer dieser Personen bin, wie viele Leute habe ich angerufen, wie viel habe ich erreicht, wie viel habe ich einen Termin gemacht, wie viele Termine hatte ich heute, wie viele haben stattgefunden, wie viele Leute haben was gekauft. Warum mache ich das? Warum mache ich das, selbst wenn ich alleine bin? Da weiß ich ja, dass ich einen guten Job mache, oder zumindest denke ich das, dass ich das mache. Ganz einfach, damit ich beurteilen kann, wenn ich dann eine Person dazu nehme, eine Person einstelle zum Beispiel, ob die weiter einen guten Job macht. Wenn ich es nicht messen kann, habe ich keine Möglichkeit, da gegenzugehen. Ich sehe nur, hey, der Umsatz bei der Person passt nicht, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Hat er zu wenig angerufen, hat er zu wenig Termine gehabt? Ist die Abschlussquote zu schlecht? Macht er zu kleine Aufträge daraus? Ne? Das weiß ich nicht. Wenn ich es nicht messen kann, habe ich da ein Riesenproblem mit. Und das ist so eine Thematik, was bei den meisten tatsächlich auch komplett fehlt. Kann man tatsächlich ganz objektiv so sagen. Also fast keiner hat wirklich eine Messbarkeit drin. Und das ist ganz, ganz schwierig dann. Weil du kriegst auch erst 3, 4, 5 Monate später mit, dass dein Vertriebler schlecht war. Und das kostet sehr viel Geld. Kannst du dir überlegen, wie viel das dann sein kann, wenn der im Monat seine, ich sag mal, 50, 60, 70.000 macht und der 3, 4 Monate lang keinen guten Umsatz macht und du das später erst merkst, wie viel Geld das dann plötzlich ist, was da auf der Strecke ist. Das nächste Thema, was auch standardsbedingt, sind sogenannte Skripte. Das bedeutet nicht, Das bedeutet nicht, dass jedes Wort geskriptet sein muss. Meine Empfehlung ist aber für den Anfang tatsächlich schon, jedes Wort zu skripten, weil wenn du eine Person da hinsetzt, die soll von mir aus die Vorgespräche machen, die soll von mir aus die Beratungsgespräche machen, die soll am Ende auch nur die Nachanrufe machen, dann muss die wissen, was sie tut. Die einfach hinsetzen und sagen, ruf mal die Leute an, die weiß doch gar nicht, was abgeht, die weiß doch gar nicht, was los ist. Ne? Wenn du dir jetzt keine Vorgabe gibst, und ja, diese Vorgabe muss nicht immer 1:1, also bei uns ist es schon sehr präzise, aber ich sage mal, die muss bei den meisten Betrieben auch nicht immer 1:1 eingehalten werden, aber dass ich zumindest eine Idee habe, was ich machen soll, und viele halten sich dann wirklich dran, weil die merken, wenn ich die Vorgabe einhalte, dann funktioniert es halt umso besser. Natürlich gibt es dann mal eine Rückfrage von dem Kunden, wo ich dann flexibel darauf reagieren muss. Auch hierfür kann man Skripte machen. Man kann für jede Rückfrage theoretisch eine kleine vorgeschriebene Antwort machen. Am Telefon geht das sehr gut. In der Beratung kann ich zumindest mal eine Art Leitfaden machen. Weil, ich meine, wie oft hast du es erlebt? Du hast einen Vertriebler eingestellt, gut, vielleicht hast du es auch noch gar nicht erlebt, aber du wirst auf jeden Fall erleben, dass du es nicht erlebt hast, du hast einen Vertriebler eingestellt, stellst fest, du schließt 70% der Leute ab, er schließt 30% ab. So klar, 40% weniger, ne, ist trotzdem viel Geld, was er vielleicht abschließt, weiß man nicht, hängt davon ab, wie hoch die Auftragswerte sind, wie viele Termine hat, aber generell ist es verdammt viel Geld weniger, als du machen würdest. Woher kommt das? Das kommt daher, dass er meist hier einen anderen Aufbau im Gespräch einfach hat. Der folgt einem anderen Leitfaden. Der geht vielleicht nicht mehr mit den Fragen rein, was möchte der Kunde eigentlich konkret, sondern der stellt direkt das Produkt vor. Kann ja sein. Wenn du es nicht kontrollierst, wenn du es nicht misst, übrigens auch, wenn du keine Vorgaben dafür schaffst, dann wirst du nicht die Möglichkeit haben, das verbessern zu können. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Also alleine diese beiden Punkte hier fehlen bei ganz, ganz, ganz vielen Firmen und sorgen dafür, dass super, super viel Umsatz links und rechts einfach auf der Strecke bleibt. Das ist ein Riesenproblem, tatsächlich. So, die ersten 3 Teile haben wir jetzt, oder die ersten 3 Punkte haben wir jetzt. Die anderen beiden machen wir, um den Rahmen jetzt hier nicht zu sprengen, in einem zweiten Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im zweiten Video, das kommt dann die nächsten Tage irgendwann online. Lass ein Abo da, lass einen Daumen nach oben da, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Schreib gerne in die Kommentare, was dir sonst noch einfällt. Vielleicht hast du ja einen der beiden Punkte, die da passen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video mit den anderen beiden Punkten, die noch offen sind.